Ja, herzlich willkommen zurück ins Verschleifstudio. Wir wollen uns mit Einzelkorn-Sätechnik beschäftigen. Wenn wir heute an Einzelkorn denken, dann glaube ich, kommen sehr schnell die Klassiker zum Vorschein. Das ist der Mais, das sind natürlich die Rüben, Sonnenblumen. Aber wenn wir natürlich ein bisschen weiter überlegen, sind es letztendlich auch die Sojabohnen und natürlich auch mehr und mehr der Raps. Für Einzelkornsaat haben wir im Hause Horsch die Maestro-Baureihe. Die Maestro-Brauerei existiert schon länger, was wir gemacht haben. Wir haben vor einigen Jahren begonnen und ein neues Dosiersystem entwickelt. Genauer zwei Dosiersysteme entwickelt. Wir haben einmal den Airvac-Dosierer entwickelt, der mit dem Vakuumprinzip vereinzelt. Und wir haben den Airspeed-Dosierer entwickelt, der mit dem Überdrucksystem vereinzelt. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, welches System kommt denn wann zum Einsatz? Genau mit der Fragestellung wird sich mein Kollege Thomas Muhr beschäftigen. Thomas ist bei uns im Sales Support beschäftigt mit dem Schwerpunkt Einzelkorn-Sätechnik. Das heißt, er ist ganz nah mit dabei, wenn es um Entwicklungsthemen geht. Er ist aber auch ganz nah dabei, wenn es um den Feldeinsatz geht. Und von dem her, glaube ich, hat uns der Thomas da in dem Bereich den besten Einblick zu zeigen. Ich freue mich auf einen interessanten Beitrag, den wir im Vorfeld aufgezeichnet haben. Hallo miteinander, mein Name ist Mur Thomas, ich bin im Sales Support für die Einzelkorntechnik zuständig und ich möchte Ihnen heute unseren Airvac-Dosierer an der Maestro CV, wie sie hier steht, zeigen und genauso hinten bei der Maestro SV kurz darauf eingehen. Wir haben den Airvac-Dosierer 2020 in Serie eingeführt und er ist mittlerweile auf all unseren Maschinenvarianten, Dreipunktmaschinen, kleinere gezogene Sägewägen oder auch unsere großen Sägewägen erhältlich. Der Dosierer ist bei der MTS-Variante wie hier, genauso bei unserer Reihenbehälter-Variante mit 70 Liter Volumen, sehr gut zugänglich, da er leicht schräg eingebaut ist. Wir können mit einem Handgriff den Dosierer öffnen und haben dann sofort Zugriff auf unsere Dosierscheibe. Mit einem Bajonett ist sie von der Motorwelle zu lösen und wir können sie herausnehmen. Hier haben wir jetzt die Standardscheibe, 30 Löcher mit 5 mm Lochdurchmesser eingebaut. Die Scheibe wird ab Werk geliefert und ist für die meisten Maissorten zum Maissehen geeignet. Es gibt noch größere und kleinere Scheiben für Mais, genauso natürlich auch eine Vielzahl an Dosierscheiben für alle Kulturen, die mit der Maestro gesät werden können. Hier hinten am Dosierer kann man den Zulaufschieber einstellen, mit dem wir den Zulauf komplett stoppen können und den Dosierer schließen können. Gleichzeitig können wir eben den Füllstand regeln, wie viel Saatgut in den Dosierer nachläuft, bei Zuckerrüben zum Beispiel. Haben wir eine geringe Stufe, damit einfach weniger Saatgut im Dosierer ist. Bei kleinen Körnern, bei großen Körnern wie Mais oder Bohnen ist der Schieber im Regelfall komplett offen. Im unteren Teil des Dosierers werden dann die Körner mittels Vakuum an die Dosierscheibe aufgenommen. Sie werden dann nach oben transportiert und durch unseren Vereinzeler hindurch befördert, der Doppelstellen an der Dosierscheibe eliminiert. Das Besondere an unserem Vereinzeler ist, dass er nicht mehr eingestellt werden muss. Er ist immer in dieser Form verbaut und ist für alle Kulturen geeignet. Wir müssen ihn also nicht tauschen beim Kulturwechsel. Wir können Mais, Zuckerrüben, Sonnenblumen, Bohnen, genauso wie Raps mit diesem einen Abstreifer vereinzeln, ohne Einstellung. Die Vereinzelungsgenauigkeit der Dosierer wird in erster Linie durch die Größe der Dosierscheibe bestimmt und vor allem dann über das Druckniveau. Wenn ich zu viele Doppelstellen habe, reduziere ich den Dosierdruck. Wenn ich zu viele Fehlstellen habe, erhöhe ich den Dosierdruck. Die Körner werden nach der Vereinzelung weiter transportiert und dann über die Dichtung, die sich im Deckel befindet, alles innerhalb der roten Dichtung ist Vakuumbereich, wird hier dann an der Kante das Vakuum abgeschnitten an der Dosierscheibe und die Körner fallen über das Fallrohr runter in die Saatfurche. Als letzte Komponente haben wir im Deckel noch ein Reinigungsrädchen verbaut, das dafür verantwortlich ist, die Dosierscheibenlöcher sauber zu halten, wenn zum Beispiel Verschmutzungen oder Bruchkörner ein Loch verschließen würden. Die Körner werden beim Vakuumsystem über das Fallrohr im freien Fall nach unten in den Boden, in die Saatfurche geleitet, wo sie dann von der Fangrolle, die im Sägeschlitz läuft, abgefangen und angedrückt werden. Die Fangrolle ist dafür da, die Körner abzufangen und vor einem Verrollen zu sichern, damit wir eine gute Längsverteilung erreichen. Und genauso, um die Körner in der Saatfurche anzudrücken, damit der Anschluss ans kapillare Wasser gegeben ist. Beim Vakuumsystem kann ich auch die Fangrolle demontieren. Das kann erforderlich sein, wenn ich unter nässeren Bedingungen arbeiten muss. Ich habe dadurch ein längeres Sähfenster, Zeitfenster für meine Arbeit. Mit demontierter Fangrolle
wird im Regelfall 1 oder 2 km/h langsamer gefahren, um nach wie vor eine genaue Längsverteilung der Körner zu erreichen. Die Körner müssen auch hier nicht mehr angedrückt werden, da sie bereits in der feuchten Erde liegen. Durch diese Bauart ist unser Dosierer extrem einfach in der Handhabung, bei gleichzeitig sehr zuverlässiger und exakter Vereinzelung. Das Vakuumsystem hier ist für bis zu 12 km/h Fahrgeschwindigkeit freigegeben. Beim Mais wird im Regelfall auch zwischen 10 und 12 gearbeitet. Bei der Zuckerrübe zum Beispiel etwas langsamer, 8 bis 10 km/h, je nach Saatbedingungen auch. Genauso kann aber auch mit dem Vakuumsystem sehr langsam gearbeitet werden, wenn dies erforderlich ist. Zum Beispiel auf kleinen Flächenstücken, an kurvigen Vorgewänden, kann man auch mit 4, 5, 6 km/h in einer hohen Ablagegenauigkeit arbeiten. Mit unserem Vakuumdosierer wird vor allem Mais und Sonnenblumen gesät. Genauso ist es möglich, Zuckerrüben, Raps, Sojabohnen, Erbsenarten oder weitere Leguminosen zu säen. Weiterhin ist auch Sorghum möglich oder durch die unkomplizierte Einbettung übers Fallrohr im freien Fall besteht auch die Möglichkeit, eine große Bandbreite an Gemüse- oder Gewürzearten zu säen. Für diese breite Vielfalt an Kulturen ist auch eine flexible Einstellung der Ablagetiefe von ca. 1 cm bis zu 9 cm möglich. Bei unseren Maschinen haben wir Reihenabstände von 45 bis zu 80 cm. Gängige Abstände sind 50 cm für Engsaat, Mais, Rüben, Raps sowie auch Bohnen oder Leguminosen und natürlich die 75 cm bei uns in Deutschland oder Zentraleuropa für Silo- und Körnermais. Schauen wir vielleicht bei diesen beiden verschiedenen Reihenabständen einfach rein einmal auf die Dosierer-Drehzahl. Hier jetzt bei der Zewa haben wir einen 8-Reihen-Scharenbau, das heißt auf 6 Meter Arbeitsbreite 8 Reihen, die zum Beispiel 85.000 Körner dosieren. Bei einer 50er Maschine, jetzt hier hinten im Hintergrund die Maestro 18 SV, also 18 Reihe 50 cm, kommen dementsprechend auf den Meter Arbeitsbreite mehr Reihen, die Körner dosieren können. Jetzt, wenn wir im 6 Meter Raster bleiben bei der CV, hätten wir also hier 12 Reihe 50, das heißt 12 Reihen würden 85.000 Körner säen. Das heißt, an jeder einzelnen Reihe ist die Drehzahl des Dosierers etwas geringer. Wir haben jetzt hier die 50er und die 75er Reihe bei gleicher Saatstrecke mal verglichen und haben uns über unsere Smartphone-Steuerung Horsch Connect bzw. Mobile Control die Drehzahlen der Dosierer angeschaut. Bei der 75er Reihe bei 85.000 Körnern bei 12 km/h Fahrgeschwindigkeit haben wir eine Drehzahl von 42 oder 43 Umdrehungen circa am Dosierer, um die Saatstrecke zu erreichen. Bei der 50er Reihe haben wir bei derselben Fahrgeschwindigkeit 12 km/h und gleicher Saatstrecke 85.000 Körner lediglich nur noch 27, 28 Umdrehungen pro Minute an der Dosierscheibe. Das heißt deutlich langsamer. Der Airspeed-Dosierer wurde kurz nach dem Vakuumdosierer 2021 in Serie eingeführt und ist mittlerweile auch auf allen Maschinentypen, den Dreipunktmaschinen, den kleinen gezogenen Sägewerken im 6 Meter Bereich sowie auf den großen Sägewerken mit bis zu 18 Meter Arbeitsbreite erhältlich. Beim Airspeed-Dosierer, bei unserem Schussdosierer, ist es so, dass das Vereinzelungsprinzip an sich gleich ist. Das heißt, wir haben dieselben Dosierscheiben, denselben Elektromotor, auch wieder den universell geeigneten Vereinzeler verbaut. Die Handhabung des Dosierers ist also genauso einfach wie beim Airvac-Dosierer. Der wesentliche Unterschied des Dosiersystems ist der Korntransport. Bei der Kornabgabe ist es beim Überdrucksystem so, dass das Korn sofort, wenn es sich von der Dosierscheibe gelöst hat, von einem zweiten Luftstrom erfasst wird, beschleunigt und dann aktiv durch das Schussrohr nach unten in die Saatfläche geschossen wird. Die Fangrolle, die im Sägeschlitz läuft, ist dafür zuständig, das Korn abzufangen und anzudrücken. Für das Airspeed-System ist die Fangrolle essentiell wichtig. Ich kann nicht ohne Fangrolle arbeiten, ansonsten würden die Körner aus der Saatfläche rausgeschossen werden. Der Vorteil, den wir durch diesen aktiven Korntransport durch das Schussrohr erzielen, ist der, dass wir mit dem System sehr, sehr schnell fahren können. Wir sind sehr unabhängig, was die Geschwindigkeit betrifft. Offiziell sind 15 km/h als Spitzengeschwindigkeit angegeben, wobei wir auch Erfahrungen mit 16, 17, 18 km/h bei sehr guten Saatbedingungen gemacht haben. Durch diese hohe Fahrgeschwindigkeit ist beim Airspeed-System eine immense Schlagkraft möglich. Ein Kunde von uns hat zum Beispiel in Norddeutschland mit einer Maestro 8CX, also eine 6-Meter-Maschine mit Sägewagen, in einer 8-Stunden-Schicht 80 Hektar bei durchschnittlichen 15 km/h Fahrgeschwindigkeit gesät. Mit einer Maestro 24SX, wie hier im Hintergrund, wurde im Osten sogar an einer 24-Stunden-Schicht
bei durchschnittlichen 18 km/h, bei optimalen Saatbedingungen 450 Hektar Mais gesät. Diese immense Schlagkraft wird beim Erstbeet-Dosierer natürlich vor allem bei der 75er Reihe, zum Beispiel beim Mais und bei Sonnenblumen ausgenutzt. Genauso können aber auch Feinsaaten wie Zuckerrüben oder Raps oder auch Sojabohnen und Erbsen oder grundlegende Leguminosen sehr präzise und schlagkräftig ausgesät werden. In den letzten beiden Jahren wurde also bei der Firma Horsch für die Einzelkorntechnik Maestro zwei neue Dosierer eingeführt, welche extrem einfach in der Handhabung sind. Gleichzeitig sind sie sehr genau in der Aussaat, in der Ablagegenauigkeit und für alle Kulturen, die mit einer Einzelkornmaschine gesät werden können, einsetzbar. Durch die Möglichkeit, zwischen Airweg und Airspeed zu wählen, können wir individuell auf Bedingungen und Anforderungen unserer Kunden eingehen und haben so die Möglichkeit, für alle Landwirte das richtige System anzubieten. Herzlich willkommen hier im Studio. Thomas, wir haben jetzt gesehen, einen schönen Überblick über die zwei Dosiersysteme. Vielleicht kannst du nochmal für uns zusammenfassen, wann wir eher zum Vakuumsystem tendieren und wann eher zum Schusssystem. Gerne. Ja, es ist immer ein bisschen abhängig von den Einsatzbedingungen oder auch von den Rahmenbedingungen. Wenn zum Beispiel tendenziell kleinere Strukturen vorhanden sind, wenn auch nicht unbedingt ein sehr großer Schlepper vorhanden ist auf dem Betrieb, wenn ja diese Schlagkraft, diese Fahrgeschwindigkeit nicht erforderlich ist, dann ist natürlich tendenziell das Vakuumsystem das Bessere, weil es einfach, weil man ein bisschen flexibler ist, weil man auch mal langsam fahren kann, weil man sehr viele verschiedene Kulturen oder auch Sonderkulturen sehen kann. Wenn man aber wirklich auf Schlagkraft angewiesen ist, wenn man kurze Säfenster hat für die Aussaat, dann ist natürlich das Schusssystem, das Airspeed-System, die bessere Wahl, wenn man wirklich auf kurze Zeit viele Hektar machen muss. Kann man grundsätzlich sagen, dass ein System genauer ist wie das andere? Durch das, dass die beiden Systeme ja gleich aufgebaut sind und auch nach demselben Prinzip funktionieren, sind grundsätzlich beide Systeme gleich exakt. Es ist halt nur so, dass man mit dem Airspeed-Dosierer tendenziell schneller fahren kann und um die gleiche Genauigkeit erreichen zu können mit dem Airweg-Dosierer, muss man dementsprechend seine Geschwindigkeit anpassen, abhängig von den Bodenbedingungen oder auch von der Saatgutqualität. Mhm. Bodenbedingungen, was sind da für dich Faktoren, die da ein entscheidendes Maß dazu beitragen? Einmal natürlich, wie die Saatbereitung im Vorgang gelaufen ist, wie rau die Bodenoberfläche ist, wie auch der Untergrund ist. Das sind die Faktoren, die sich im Endeffekt auf die Reihe und dann dadurch auch auf die Ablagegenauigkeit auswirken würden. Wenn wir uns heute den Markt anschauen, wie ist denn da die Teilung für Schusssystem und Vakuumsystem? Also aktuell ist es so, dass wir für die Saison 2022 ungefähr halb-halb die Maschinen mit den beiden Systemen ausgestattet sind. Der kleiner, bisschen mehr Vakuumsysteme sind aktuell draußen, aber der Trend geht schon Richtung Airspeed, Richtung schnelleres Fahren, Richtung den Überdrucksystemen. Mhm. Gibt es da Märkte, wo du denkst, tendenziell bleibt das Vakuum Maß der Dinge? Gibt es auf jeden Fall. Bei uns in Zentraleuropa zum Beispiel, wo man sehr viele Kulturen sät, wo man auch Sonderkulturen sät, wird das Vakuumsystem sicherlich bestehen bleiben. Genauso auch, wenn wir mal über den Ozean schauen, in Brasilien wird sicherlich auch das Vakuumsystem die Nummer 1 bei den Dosiersystemen bleiben, weil sie einfach bei sehr nassen Bedingungen arbeiten müssen. Sie sind darauf angewiesen, dass man die Fangrolle demontieren kann. Daher gibt es eigentlich hier nichts anderes wie ein Vakuumsystem. Mhm. Bei den Kulturen, man die Klassiker, denke ich, kennt jeder. Wenn wir über Sonderkulturen sprechen, was hast du da für Kulturen im Hinterkopf? Also zum einen Kulturen wie verschiedenste Leguminosen, die immer populärer werden, Kichererbsen zum Beispiel oder auch Lupinen, sowas in der Art. Aber genauso dann auch Gemüse, Gewürzearten. Es kommen immer mehr Anfragen zu Zwiebeln zum Beispiel herein, zu Mohn, zu Petersilie, also sehr, sehr kleinkörnige Kulturen auch. Hier ist es so, dass man tendenziell durch die unkomplizierte Einbettung über das Fallrohr mit dem Vakuumsystem einfacher aufgestellt ist. Daher ist bei diesen Spezialfällen, die nach wie vor angefragt werden oder immer mehr angefragt werden, tendenziell auch das Vakuumsystem das bessere oder das geeignetere System. Wenn wir jetzt über variable Fahrgeschwindigkeiten nachdenken, wie wichtig ist denn da das Thema Schardruck für gute Einbettung? Natürlich, wenn man seine Fahrgeschwindigkeit stark während der Saat anpassen muss, zum Beispiel jetzt, wenn man beschleunigt von 8 km/h auf 15 km/h, ändert sich die Auftriebskraft am Körper einfach durch die Geschwindigkeit. Und da ist natürlich auch der Schaddruck enorm wichtig, weil auch
hier der erforderliche Schardruck, um auf meine 5 cm Ablagetiefe zum Beispiel zu kommen, sich ändert. Und das spielt im Endeffekt genau auch unserem Autofor-System in die Karten, das ja automatisch den Schardruck an die vorherrschenden Bedingungen anpasst. Das heißt, wenn der Boden sich ändert, wenn er härter wird, wenn er weicher wird oder auch wenn ich meine Fahrgeschwindigkeit stark anpassen muss, reagiert das System automatisch und setzt mir den Schardruck so, dass immer die richtige Ablagetiefe eingehalten wird, aber gleichzeitig auch niemals zu viele Bodenverdichtungen zum Beispiel durch zu hohen Schardruck erzeugt werden. Das heißt, es gilt nicht der Satz, viel hilft viel, sondern eigentlich hilft nur das Optimum an die angepasst. Auf keinen Fall, ganz genau. Man muss genau den richtigen Schardruck setzen, nicht zu viel, nicht zu wenig, wegen den Gründen, Ablagetiefe einmal und Bodenverdichtungen auf der anderen Seite. Gerade in feuchten Jahren, wie wir es jetzt dieses Jahr auch hatten, ist es nochmal zunehmend wichtiger, nicht mit zu viel Schardruck zu fahren, wie jetzt zum Beispiel in sehr trockenen Jahren. Ja. Feuchtes Jahr, gutes Stichwort. Gibt es da Möglichkeiten, zum Beispiel bei Schließrollen nochmal einen positiven Effekt auf die Furchenausprägung oder das Brechen von Seitenwänden zu erreichen? Auf jeden Fall gibt es da die Möglichkeit. Wir bieten an unseren Maestro-Modellen im Endeffekt zwei verschiedene Spezialschließrollen an. Einmal die Fingerrolle, einmal die Stacherrolle. Die Rolle wird immer in Kombination mit einer normalen Gummirolle gefahren. Hintergrund ist der, dass die Gummirolle die Rückverfestigung, die Tiefenführung übernimmt. Die Finger- oder Stachelrolle übernimmt die Lockerung der Sählschlitzverdichtung, bricht also auch die Kruste oder die Verdichtung an der Sählschlitzwand leicht auf, lockert den Boden nochmal zusätzlich. Die Rollen sind immer auf der Seite angebaut, wo auch der Dünger abgelegt wird. Das heißt, der Weg hin zum Dünger ist auch ein bisschen leichter für die Pflanze, für die jungen Wurzeln. Und was wir gemerkt haben, gerade auch in kalten Jahren, erwärmt sich der Boden hier bei diesen Reihen tendenziell ein bisschen schneller wieder. Und wenn es mal wieder dann nach der Kältephase warm wird, können die Pflanzen oft einen Tag oder vielleicht mal eineinhalb Tage früher loslegen mit dem Wachstum und können sich ein bisschen schöner entwickeln. Wir haben gerade vorhin im Video gesehen, Maschine mit Einzelkästen, Maschine mit Zentraltank, mit unserem MTS-System. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, bei welchen Maschinentypen ist denn welche Ausstattung möglich? Bei den Dreipunktmodellen, der Maestro RV oder RX, ist natürlich nur eine Behältervariante verfügbar. Bei unserem kleinen Sähwagen, der Maestro CVCX, also unserem Sähwagen im 6 Meter Bereich, haben wir sowohl die Behältervariante als auch die MTS-Variante als Option verfügbar. Und für unsere großen Baureihen, der Maestro SV und SX, gibt es ausschließlich die MTS-Variante, weil hier einfach die Maschinen mit sehr hohen Saatgutmengen beschickt werden. Und da ist natürlich dann der Vorteil vom MTS-System, wenn man mit Big Bag-Ware zum Beispiel befüllt, unaufstreitbar, dass man das bei diesen großen Maschinen braucht. Das heißt, Logistikvorteil. Logistik ist ein Thema, Befüllzeit ist natürlich ein Thema, erhöht dann auch am Ende des Tages die Schlagkraft und natürlich auch die körperliche Arbeit fällt dadurch weg, wenn man das mit Maschinen, mit Kränen oder mit Teleskopladern handeln kann. Das sind natürlich die meisten Maschinen werden mit Section Control betrieben. Sehen wir da auch einen Vorteil von einem Zentraltanksystem, von einer Zentraltanklösung? Hier ist der Vorteil, dass wenn eine Reihe oder zwei Reihen abgeschaltet werden, dass diese Reihen natürlich dann kein Saatgut mehr benötigen. Durch das, dass das MTS-System pneumatisch aufgebaut ist, wird dann auch eben der Transport gestoppt an diese Reihen. Das heißt, es gibt keine unterschiedlichen Füllstände an der Reihe. Wenn der Tank leer wird, dann meldet mir das den Sensor und weiß ich kann noch 50 oder 100 Meter fahren und muss dann auffüllen. Aber diese unregelmäßigen Füllstände hinten an der Reihe, dass eine Reihe zuerst leer wird, gibt es mit dem MTS-System zum Beispiel nicht mehr. Du hast uns die Dosierer gezeigt. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr einfach aufgebauten Dosierer. Im Regelfall brauchen wir den Vereinzler nicht wechseln. Wir wechseln im Regelfall die Scheibe oder das Ausdrückgrad. Jetzt eine Frage an dich. Du hast das Gefühl zumindest, wenn man so sieht, das wahrscheinlich schon mehrere tausend Mal gemacht. Scheibe rein, Scheibe raus. Was ist denn deine Bestzeit im Scheibenwechseln? Genau, also das kommt natürlich sehr häufig vor, dass man das machen muss als Verantwortlicher für die Einzelkorntechnik. Wir haben es, glaube ich, auch einmal mitgestoppt für ein Video. Das waren irgendwo bei 12, 15 Sekunden oder sowas um den Dreh. Also es ist sehr einfach möglich, sehr schnell möglich. Wenn man mal die Handgriffe gewohnt ist, Deckel zu öffnen, Bajonett zu drehen, dann ist das für jeden Fahrer irgendwann Routine und dann geht es mit jedem Mal schneller. Ja, ihr seht schon, ab und zu müssen wir natürlich auch solche Fragen stellen. Wollen wir auch solche Fragen stellen, weil das, glaube ich, sind genau die Fragen auch aus der Praxis. Wie lange brauche ich denn zum Beispiel, um eine Sähscheibe zu wechseln, um vom einen Saatgut zum anderen zu kommen oder eine Restmenge an Saatgut zu entnehmen?
Ihr habt es gehört, das ist mit ein bisschen Übung in wenigen Sekunden pro Reihe und vor allem sehr zielsicher möglich. Ich glaube, das ist auch noch eine wertvolle Information hinten raus. Thomas, vielen Dank für den Beitrag und für die Diskussionsrunde. Ja, und ich würde sagen, wir starten in wenigen Minuten in den nächsten Beitrag hier im Rahmen von Horst Schleif und freue mich da wieder auf eure rege Beteiligung.